Ja, hallo. Kurzes Studio-Update. Und wenn ich sage kurzes Studio-Update, dann wisst ihr, dass ich es wahrscheinlich in meisten Fällen unter 10 Minuten Redezeit nicht schaffe. Trotzdem versuchen wir das mal und versuchen, das gemeinsam jetzt hier durchzuhauen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Demnach habe ich vielleicht auch einigermaßen einen roten Faden, was ich euch alles erzählen möchte. Punkt Nummer 1. Ihr habt es vielleicht ein bisschen gemerkt. Aktuelle YouTube-Videos. In den letzten 1 bis 2 Wochen war da ein bisschen weniger von uns zu sehen. Hat einen recht einfachen Grund. Wir haben einfach gerade unglaublich viel zu tun. Jeder muss mit anpacken und da bleibt selten Zeit, irgendwas mit dem Video zu machen. Ich sage ja jedes Mal, keine Nachrichten von unserem Studio oder aus unserem Studio sind im Prinzip gute Nachrichten, weil das heißt, wir sind fleißig daran, fleißig am Arbeiten, haben viel zu tun. Und darüber hinaus, ihr habt immer noch die Möglichkeit, über unseren Blog oder vor allem Facebook uns zu erreichen und zu sehen, an was wir gerade arbeiten. Aber mit den Videos, das ist immer so eine Sache, mit der Kamera rumlaufen, was Passendes zu finden. Wir haben zwar häufig schöne Momente, die man eigentlich mit der Kamera festhalten sollte, aber ja, dann hat man sie halt nicht zur Hand. Und so ist es dann halt so, dass, ja, letzter Zeit war es einfach ein bisschen knapp. Punkt. Trotzdem soll das jetzt nicht heißen, dass das so bleibt. Ich habe noch ein paar Sachen in der Pipeline. Zum einen hat der Marcel ein neues Bartgeflüster aufgenommen, schon seit einiger Zeit. Das versuche ich noch zurecht zu schneiden. Naja, schneiden, was wir halt unterschneiden hier bei uns verstehen und hochzuladen. Ich will nur ein bisschen zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Bartgeflüstern haben. Da hätte ich gerne noch ein paar Videos dazwischen. Deswegen warte ich damit gerade noch. Vielleicht klappt es, dass wir im November einen weiteren Battle Report raushauen. Das hat ja bisher dieses Jahr ganz gut geklappt. Wir haben eigentlich jeden Monat bisher einen Battle Report gemacht. Wenn das klappt, dann gibt es einen Fantastic Saga Battle Report mit dem Erfinder von A Fantastic Saga. Also nicht dem Erfinder von Saga, sondern diesem, wie heißt es, inoffiziellen Fantasy-Mod von Saga. Wem das alles nichts sagt, dem werde ich vielleicht, da werde ich mal einen Link in die Kommentare von diesem Video packen. Ja, wenn das klappt, wäre das super. Wenn das nicht klappt, wir haben noch eine weitere Battle Report Sache, die dringend gemacht werden muss, und zwar Mercs Gegenschlag von Ulysses Spiele auf Deutsch rausgebracht. Mercs Recon ist so ein, ja, nicht direkt Dungeon Crawler Brettspiel, ich würde sagen, so ein, ja, Hochhaus-Geschäftshaus-Crawler-Brettspiel, wo man mit so Söldnern in solche Mega-Gebäude einbricht und Daten rettet, Missionsziele. Also es ist ein Dungeon-Crawler. Und ansonsten, ja, ich arbeite gerade an einem Tutorial, beziehungsweise das möchte ich machen. Ich bemale zurzeit die neue, wie heißt sie, Realm of irgendwas. Die Age of Sigmar Spielplatte von Games Workshop, die bemale ich zurzeit im, was ist das, Zinsch, auch ein bisschen Slanisch-mäßiges Farbschema. Da mache ich so ein, möchte ich so ein Step-by-Step-Video machen. Vielleicht werden es 1, 2, 3 Videos. Könnte mal ganz interessant sein, ist was anderes. Und ach, ganz vergessen, mit dem Marcel mache ich eine kleine Age of Sigmar-Kampagne. Das ist die Storm of Sigmar-Kampagne. Das sind die 4 Szenarien aus der kleinen Mini-Grundbox, die wir der Reihe nach runterspielen wollen. Das Ganze so ein bisschen erzählerisch gestalten und so ein bisschen als Kampagne aufbauen. Da kommt auch noch was. Also, ja, kurz gesagt, es kommen in nächster Zeit wieder einige mehr an Videos. Natürlich auch noch Projekt-Updates, Studio-Updates, je nachdem, was gerade so ansteht. Nur die letzten 1, 2, ja, 3 Wochen waren dann doch ein bisschen stressig. Was haben wir noch? Genau, dieses Wochenende, das ist der vierte, fünfte, sechste, genau, 5., 6. November, findet ja wieder das Reroll Weekend vom Tabletop Network initiiert statt. Das Tabletop Network ist eine sehr, sehr große Facebook-Gruppe für die, die es nicht kennen. Und letztes Jahr schon erfolgreich zum ersten Mal gestartet. Dieses Jahr geht es quasi in die Rückrunde. Mit dem Reroll Weekend werden am Wochenende, an diesem Wochenende für den Weißen Ring Spendengelder gesammelt. Die könnt ihr ganz einfach erzeugen oder spenden, indem ihr Tabletop spielt, egal wo, egal mit wem, egal was ihr spielt. Und ihr könnt quasi dann für einen Reroll, also einmal neu würfeln, quasi dann einen kleinen Spendenbetrag. Ich glaube, das ist entweder ist es 1 Euro oder 50 Cent oder sogar eure Wahl.
Die Infos findet ihr alle auf der Tabletop Network Webseite. Und ich glaube, letztes Jahr bei uns im Studio haben manche halt, je nachdem, was gerade die Brieftasche hergab, man ist über jede Spende froh, haben sie dann halt was gespendet für den Reroll. Ich glaube, im Schnitt war es immer so 1 Euro ungefähr. Und ja, das Ganze findet am Samstag bei uns im Studio statt, beziehungsweise an dem Samstag, das ist der 5.11., steht das Studio quasi für, ja, zum Zocken zur Verfügung, ist offen ab 10 Uhr. Das Ganze wird diesmal verwaltet vom Roger von Operation Mad Dog. Wer den YouTube-Kanal noch nicht gesehen hat, sollte da mal draufklicken. Packe ich auch noch einen Link in die Beschreibung. Beziehungsweise den Roger solltet ihr auch aus unserem letzten 40k Battle Report mit seinen Sororitas eigentlich kennen. Ja, der hatte so ein bisschen seine schützende Hand drüber. Der verwaltet das dieses Jahr so ein bisschen. Ihr seht, wenig Zeit im Studio. Deswegen hat er sich bereit erklärt, das zu machen. Finde ich super gut. Und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja dann am Samstag in einer Woche, beziehungsweise diese Woche. Was noch? Ich wurde gefragt, gibt es eigentlich dieses Jahr eine Bits Battle? Die letzten 2 Jahre fand die ja immer im September, Oktober, glaube ich, in dem Dreh statt. Ja, die wird es dieses Jahr auch geben. Sie wird schätzungsweise, ich habe gerade gesehen, Himmels Willen, der erste Advent ist ja schon quasi Ende November, war das schon immer so. Wahrscheinlich dann am 2. November Wochenende stattfinden. Da werde ich dann auch auf unserer Facebook-Seite bzw. auf unserer Webseite die Ankündigung in den nächsten Tagen raushauen. Höchstwahrscheinlich wird es das zweite Adventswochenende, der Samstag, werden. Da findet dann unsere dritte Phantasos Studio Bits Battle statt. Das heißt, wer es noch nicht kennt, da könnt ihr dann so freischnauze quasi euch durch unsere Bits-Sammlung schneiden, stöbern, wühlen, wie auch immer. Und da fleißig Bits einkaufen. Wir werden das Ganze mit so einer Art kleinen Secondhand-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr verbinden. Wir haben da sehr viel im Secondhand-Lager, was sich so angesammelt hat. Und wahrscheinlich gibt es auch noch so eine Art Warhammer-Fantasy-Bits-Ausverkauf. Weil, ja, das Zeug muss langsam weg und nimmt hier nur Platz weg. Wo wir gerade bei dem Thema sind, der Online-Shop, ja, der liegt gerade ziemlich brach. Der hängt gerade hinterher so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch jemand nachguckt. Aber auch der wird wieder zurückkommen. Ich habe Unmengen an Secondhand-Sachen im Lager liegen, aber ich komme nicht dazu, die Sachen einzustellen. Das ist wirklich unglaublich. Deswegen diese Idee, da mal ein bisschen auch die Lagerbestände abzubauen im Rahmen von der Bits Battle, im Rahmen von so einer kleinen Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier hier im Studio. Und parallel dazu möchte ich dann mal versuchen, im Laufe diesen Monats den Shop wieder zu füllen, denn wir haben echt coole Sachen gerade da liegen, die wirklich den einen oder anderen interessieren könnten. Und wenn es zu lange hier liegt, dann behalte ich es am Ende noch selbst. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen von so einem Verkauf. Ja, ansonsten, ja, ihr seht hier, guckt, noch nicht mal zum Friseur habe ich es in den letzten Wochen geschafft. Ich sehe aus wie ein Hippie. Ewig lange Haare. Ganz total vergessen. Furchtbar. Was haben wir noch? Eigentlich bin ich mit meinem Zettel Age of Sigmar. Nee, was gibt es da zu sagen? Ich arbeite zurzeit zu Hause für mich privat an 2 kleinen Age of Sigmar Armeen. Flash Eater Cords, da bin ich schon gut weitergekommen. 20 Ghoul habe ich hinter mir. Jetzt kommen noch so die etwas größeren Biester und dann der Ghoul-König aus einer Flederbestie. Und ich bastel fleißig an meinen Fire Slayers, die, oh Schreck, wie ich festgestellt habe, immer besser werden. Also zumindest die normalen Battleline Units. Ich glaube, das sind die Berserker. Die werden immer besser, je mehr es sind. Also ich glaube, so eine Unit unter 20 bis 30 Modellen macht da überhaupt keinen Sinn. Das wird ein größeres Unterfangen. Ansonsten, ja, was haben wir noch? Projekte. Das ist vielleicht somit das Interessanteste. Da habe ich auch schon im Blog ein bisschen was zugeschrieben. Für die, die es nicht wissen, wir haben bei uns im Blog regelmäßig ein Projekt-Kö-Update. Da seht ihr quasi, welche Projekte gerade in der Mache sind. Ich mache die Handbewegung, weil es gibt Projekte, die stehen weiter oben in dieser Kö, manche stehen weiter unten. Das ist wie so eine Reihe und da sieht man auch ungefähr, wann das jeweilige Projekt dran ist. Manchmal ziehen wir Projekte von weiter unten raus. Das ist dann nicht, um die weiter oben sitzen, irgendwie zu piesacken, sondern es liegt einfach daran, häufig sind halt größere Projekte in der Mache, die haben ein bisschen längere Bearbeitungszeit und wenn wir dann unten irgendwie ein kleineres Projekt haben mit 5, 6, 7, 8 Modellen,
da kann man nicht erwarten, dass das dann halt einfach so lange bleibt, bis es an der Reihe ist und vorher hat man dann 4-5 Armeen mit je 300-400 Modellen. Dann wären die Sachen erst in 3 Monaten, 4 Monaten fertig und bei so ein paar Modellen hat er mit Sicherheit keiner Bock drauf. Deswegen die Kunden, die größere Projekte haben, bitte ich da so ein bisschen um Verständnis, dass geht halt einfach nicht anders, dass wir da immer so ein bisschen ja, hin und her jonglieren müssen. Ja, in dem Zusammenhang, projektmäßig, die Leute sind echt fleißig am Arbeiten. Wir haben letzten Monat eine riesige Blood Angels Armee fertig gekriegt. Die war so groß wie die Space Wolves Armee, die wir im Mai, war es glaube ich, gemacht haben. Eigentlich war sie noch größer, aber wir haben sie dem Kunden diesmal wegen der Übersicht haben wir sie ihm quasi so portionsweise präsentiert, haben da immer wieder ein bisschen dran gearbeitet. Eine Einheit fertig gemacht, Fotos gemacht, die wurden vom Kunden abgesegnet, die Einheit wurde rausgeschickt. Und so gibt es diesmal leider kein großes Gesamtvideo von der fertigen Armee. Aber in unserem Flickr-Account, da könnt ihr euch auch die Bilder von dieser Blood Angels Armee ansehen. Die ist echt riesig, es sind über 200 Fotos, glaube ich. Es waren alleine 200 Servorüstungen, glaube ich, und noch ein bisschen. Normale Standard-Servorüstungen. Ja, und insgesamt kann man sagen, sind auf einem guten Kurs, haben noch 1-2 Knoten, die gerade gelöst werden müssen. Ein Rückstand von ungefähr zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dieses Video aufnehme, das ist der 1. November, haben wir einen Rückstand von ungefähr 3 Wochen, an dem wir arbeiten, der ja, fleißig abgekämpft wird, abgearbeitet wird. Wir haben im September, haben wir an die 30 Projekte abgeschlossen. Das war ein Projekt pro Tag. Das ist schon eine ziemlich geile Sache. Im Oktober waren es dann nur um die 20 Projekte. Das ist ein bisschen weniger gewesen. Insgesamt haben wir aber unseren Projekt Kö, der glaube ich bei 60 Projekten. 60 Projekte sind echt, klingt viel, aber so viel ist es eigentlich gar nicht. 60 Bemalaufträge hatten wir so im Oktober, glaube ich, in der Pipeline. Da sind wir jetzt auf ungefähr 50 runter zum Zeitpunkt dieses Videos. Und wenn man überlegt, 20 bis 30 Projekte, die man so im Monat schafft, dann sind 60 Projekte eigentlich wieder nicht so viel. Das sind 1-2 Monate Arbeit und dann sind die im Prinzip alle durch. Was ich damit sagen will, wir sind an den Projekten dran. Für November habe ich vorgenommen, dass wir mindestens, soll ich sagen, ich wollte sagen 20 bis 25 Projekte, jetzt überlege ich, ob ich es einfach 25 sage. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt im November an die 25 Projekte abgearbeitet kriegen, mindestens, damit wir das mal alles so ein bisschen entschlackt bekommen. Sind jetzt auch ein paar schönere, kleinere Sachen dabei, nicht mehr nur diese ganzen großen Mega-Armeen. Und dann hoffe ich, dass es einfach mal in nächster Zeit wieder ein bisschen entspannter wird. Das war das kurze Studio-Update für heute. Ich habe jetzt keine Uhr in meinem Display, sonst könnte ich wissen, ob ich die 10 Minuten voll gemacht habe oder nicht. Wahrscheinlich habe ich es, wahrscheinlich bin ich weit drüber, wie auch immer. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt nebenher irgendwas Sinnvolles gemacht, wie zum Beispiel gemalt oder Figuren gebaut. Wenn ihr das gemacht habt, schreibt doch in die Kommentare, was ihr gerade so macht, an was ihr gerade nebenher arbeitet, während ihr dieses Video laufen lasst. Interessiert mich tatsächlich mal, weil ich mache es eigentlich nicht anders bei solchen Laber-Videos. Da schaue ich nicht hin, sondern da mache ich irgendwas Hobbymäßiges nebenher. Ich glaube, dafür sind solche Videos auch gut. Bla bla bla, ich bin fertig und tschüss.